Also nicht unbedingt an erster Stelle die Schönheit, sondern die Stimmigkeit. Es muss stimmen. Von unten bis oben muss es stimmen. Es muss ein geistiger Ton aus dem Bild herausschauen. Ein geistiger Ton. Und da spielt keine Rolle, ob die Sonne aufgeht oder untergeht und der Mond schon am Himmel steht und es dunkel ist. Da spielt alles keine Rolle. Dieser geistige Ton kann von einer monochromen Fläche ausgehen. Wir haben vorhin das Wort im Mund genommen von dem Kollegen Rotko. Nehmen wir Graupner, die Kissenbilder. Das sind, wie wir vorhin gehört haben, religiöse Riten, wenn wir so einen Raum betreten. Das ist ein Ritus. Man könnte vorher niederknien. Natürlich müssen wir Fantasie entwickeln. Ohne Fantasie ist das nicht möglich.